Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Im letzten Part haben wir Tiffany, die alte, verloren. Naja, sie hat sich mit jemand anderem getroffen und meint, wir wären nur so ein Triaden-Gangster-Macker, aber da hat sie sich ja irrt. Wir sind ja Undercover Cop und können nicht dafür, wenn wir mal andere Frauen ansprechen müssen. Da sie einfach zu eifersüchtig war, hat sie sich aber von uns getrennt. Gut. Des Weiteren haben wir... Was haben wir noch gemacht? Was habe ich gerade eben gemacht? Ach genau, wir haben Hotshot verfolgt, ne? Wir haben Hotshot, weitere Hinweise im Fall Hotshot im zweiten Polizeifall hier gekriegt. Hey! Neuer Wagen, geilo. Hello. Wait. The Knox Security Company has refused to pay protection money. If you see their vans, hijack them and bring them to one of our garages. Mm-hmm. Sounds good. I'll grab them if I see them. Das sind jetzt die Geldtransporter, die ich euch mal gezeigt habe. Die blauen da hinten, da fährt gerade einer weg, hinten links. Ja, alles Nebenmissionssache, ne? Kommt später. Jetzt kommt erstmal Onkel Po, würde ich mal sagen. Und zuvor kommt noch Onkel, guck auf die Uhr. So, alles klar. 2:35. Ja, halb, 3:05 haben wir. Mommy, but who's he talking to? It's the Dai-Lo, man. It's the chairman. 我明白了。我马上到。 Wei, you're coming with me. Looks like you're gonna meet Uncle Po. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up! Got it? Yeah, boss. Of course. Good! Let's go. Mhm. Der ist ja ganz gut drauf. Onkel Poe, der Chairman, oder... I'm worried. Ja. Pate oder so? At least we kept Siwa alive. Yeah. That may be just what saves us. I'm gonna bump Uncle Po's car. Hoping that does it. Sachschaden. Fair, you know? Look what I built. The night market. All of North Point, really. Mehr Sachschaden. Guys, gets great. What was I supposed to do, Hanley? I mean, what's Alter. Just what you did. Look, you can't back down from that asshole. Ich fürchte, ne? You and him got history, huh? Well, me too. Listen, Wayne. Anything happens to me, you look after our people, okay? We're okay. We're a family. Family has to stick together. Duke, Conroy, they're good guys. But they're not gonna be leaders. I know Conroy gives you shit, but you've proven yourself now. And he'll see it. Even if he doesn't want to admit it, he'll do me a favor. Look after Peggy and my mom. Auch so eine Sache, ne? This can be a rough business. But one thing we got going for us is each other. Brothers, you know. I know people use that word a lot. But it means something to me. And it should to you too. Not just that we're a son on you. True brothers. Blood. We look after each other. And we look after the people we love. Okay, Winston. Siwa told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. Keep hearing his name. Big Smiley is backing Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Porn. He even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston,
We can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We had a lot of choice. That's the way it's done, Wei. Besides, you can't hide from Uncle Po. If he wants you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Okay. Auch so eine Sache, ne? Wenn ich... Verdammt. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Uncle Po. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siu Hua was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Po, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting debts. The other day, he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Was ich sagen wollte, war, ist natürlich so eine Sache, wenn ich... Alter. Gleich. Hm, gleich. God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Po must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. Alright. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong-arming street vendors. Ricky. Your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it and I'll get back to you. Take the car across the street. Give you a chance to see what in it's like big time. So, was ich sagen wollte war, ist natürlich eine Sache, wenn ich hier immer ruhig bin, kein Wunder, ne, weil ich bin am Untertitel lesen und ihr wollt hier wahrscheinlich auch lesen und die Zwischensequenzen hören und wenn da viele von sind, dann kann ich auch nicht so viel labern. Ansonsten, Onkel Po, coole Person, geiler Charakter, lernen wir noch besser kennen. Und jetzt erstmal zu Roland fahren, alles klar. Wow. Schwede, wie geht der Wagen denn ab? Yeah, ist ja nicht right? Normal. Things are gonna be okay. There's gonna be work to do. A lot of work. Stay ready. I always am. Der Wagen geht richtig ab, man. Getting swamped with this wedding crap. I'm gonna need your help on a couple of things. Yeah? Yeah. I tell you, it's easier to be a red bull than a groom. Wow. But stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Roland. Roland. Mensch, Roland, wo bist du? Da bist du. Hey, Roland Ho? Who's asking?
My name's Wei Shen. Ah, Wei. You got friends in high places, my boy. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you. Always looking for a fight. Ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old-timer. So, when can we get to work? Okay, big man. What Tyler Dingjo, Patsy Wing, bad luck at Mahjong. You'll need this. Collect what she owes. Jetzt haben wir schon mal so eine kleine MG. MP. Was haben wir denn hier bekommen? Patsy Wing. Yo. Andere Wagen. Der geht komischerweise genauso ab. Ja, nicht ganz so. Aber der ist schon schnell. Wow, der ist, hey, ja, der ist schnell. Oh, just checking in, man. I heard things were kind of, intense. Wanted to make sure you're still with us, you know? Well, Uncle Poe seems to have a handle on who's causing the trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Hi. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. Ja. Fahrt mir nicht davon, Leute. Schalte alle Begleiter aus. Okay. Während des Fahrens zu zielen. Wichtig sind gar nicht mal die Begleiter, sondern die Reifen. Hm? Ja, alles klar. Steuerung sitzt. Der Typ ist Geschichte. Wo ist der denn hingefahren jetzt gerade? Der war doch gerade noch vor mir. Biegt der nach rechts ab? Ich guck nach, ist er weg. Da sind sie wieder. Hab euch schon vermisst, ihr Süßen. Zack. Jetzt haben sie mich aber ausgetrickst. Ach, scheiße. Ich krieg die noch. Komm, 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 komm. Da vorne. Dich kriege ich auch noch. Das sind so Szenen, einfach hier mit dem Zeitlupen schießen während des Fahrens und rausspringen und irgendwie, dass die Autos hier explodieren und ist ein bisschen überzogen, aber ist auch cool gemacht einfach. Ne? Komm, 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 komm. Und rüber. Hallo Patsy. Who are you? What is this? I haven't done anything. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. I'm sorry, I'm sorry. I don't care if you're sorry. Boah, geht der Wagen auf, ey. Die geht. I know, I'm sorry. Hey, stop saying that. Stop saying that, sorry, okay. That should cover my debt. Don't hurt me. I'm sorry.
Wow! Alter, springt die einfach raus. Was ist los? No, next best thing, though. Got a car loaded with dope. All right, what I have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. So, scheiß auf Sachschaden. Ist jetzt sowieso gegessen hier. Ja, den nehme ich auch noch mit, komm. Den Erfahrungspunkten auf Kopfseite natürlich nicht so gut, aber wir haben ein paar Drogenrazzien gemacht, das leuchtet aus. High Roller Outfit, okay. Schuldeneintreiber Jobs, sicheres Haus in Central, schön, endlich ein zweites Versteck, da fahren wir gleich mal hin. Shen müssen uns treffen, oder was hat er geschrieben? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, die Zwischensequenz, die ich gemeint habe. Viel Raven. Spaß damit. Shen, finally. Where the hell have you been? Look, I Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. If it ever came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. And would have put the entire operation at risk. What does Pendrew say? You know, he's not your handle, Wade. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No. No, you've crossed the line, Wade. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendrew won't allow it. Pendrew may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendrew that I just met the chairman of the Sun on Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Yo, damit sind wir noch im Geschäft, weil wir es einfach drauf haben, Mann. So sieht's mal aus. Neues Haus, yay. Kann ich euch gleich mal das neue Outfit zeigen, was wir freigeschaltet haben. Hier in Central, Innenstadt, ist natürlich jetzt alles ein bisschen schicker. Moderner, heller, größer. Es gibt Berichte über illegale Kämpfe auf einer geheimen Insel. Sie wurden dazu eingeladen. Die Fähre legt in Central ab. Das ist ein Kampfturnier, ein Download-Inhalt. Soweit ich weiß. Wenn ich es jetzt nicht falsch zuordne. Und das machen wir später. Outfits. Bitte. Ordnungshüter, Schmuddelklamotten, Trainingsklamotten. War hier nicht irgendwie High Roller und so? Eigene Outfits? Ja, meinetwegen. Leer. Oh, hat sich ja gelohnt. Hm. Okay, High Roller Outfit wahrscheinlich nur zum Kauf freigeschaltet und nicht im Kleiderschrank vorhanden. Macht nix. Macht nix. Schöne Küche. Hätte ich auch gerne. Schön ist auch, dass sich privat hier ein bisschen was geregelt hat bei mir. Ich meine, ich habe auch so Leute, mit denen ich darüber labern kann, aber dann kann ich es euch auch mal mitteilen. Alles wieder ein bisschen lockerer. Steigert natürlich die Motivation und Lust, hier wieder was aufzunehmen, wenn man andere Sachen aus dem Kopf rauskriegt, weil die einfach gelöst sind.
Ja, gut, dann mache ich jetzt an der Stelle, was ist denn da jetzt? Muss mal kurz gucken. Neue Gefälligkeiten hier. Wie lange haben wir noch? Boah, sind das viele. Okay, dann haben wir im nächsten Part, denke ich mal, ein paar Gefälligkeiten zu tun hier. Kleine Spritztour. Na halt, die ganzen sind wahrscheinlich so ähnliche Sachen wie hier unten auch, ne? Sind hier auch neue mit dabei? Nee. Also North Point haben wir abgehakt, jetzt kommt Central, dann kommt Kennedy Town, dann kommt noch Alderney. Und ja. Hier legt die Fähre ab, glaube ich. Zodiac-Turnier, ja, das war dieses Kampfturnier. Online-Inhalt, Download-Inhalt. Sind ja zum Glück alle hier enthalten. Zukünftige Braut. Oh, das ist eine schöne Mission. Dann machen wir im nächsten Part entweder ein paar Gefälligkeiten oder zukünftige Braut, eine Triaden-Mission oder Water Street. Oder den Fall weiter. Hm. So viele Möglichkeiten. Lasst euch überraschen, Leute. Gut, damit bis zum nächsten Part und auf Wiedersehen.